So, gleich geht's hier los in Ingstetten. Neben mir wartet schon der Gunther Kiem darauf, gleich hier auf der Bühne bei dem Stück Ein Engel auf Bewährung eine der Hauptrollen spielen zu können. Herr Kiem, jetzt erzählen Sie mal, um was geht's genau in dem Stück? Es geht um einen Mann, der zu, grob gesagt, so bald gestorben ist. Und er muss sich richtige Flügel im Himmel verdienen und muss dann auf Erden 3 Ehen stiften. Und dann kriegt er richtige Flügel und er erscheint auf Erden und es kann nur seine Frau ihn sehen. Mhm. Der Rest kann ihn nicht sehen. Du bist ja schon da. Ach, Hans, ich bin ja so unglücklich. Komisch. Manchmal ist es, wie wenn du nur da wärst. Was ist denn? Hans! Hans! Hilfe! Hilfe! Jetzt haben Sie auch im Vorfeld fleißig geübt, haben Text auswendig gelernt. Jetzt, wie ist das, wenn man so ein großes Theaterstück vor der Brust hat und weiß, man muss das vor so vielen Leuten aufführen? Ist man da nicht nervös, so kurz vor Beginn? Sie sehen, sitzen hier ganz entspannt und locker und plaudern mit mir. Gut, ein bisschen Nervosität ist immer. Also ich wäre schon ohnmächtig an Ihrer Stelle. Ist immer da. Gut, ich mache es jetzt schon ein paar Jahre. Das ist jetzt mein 19. Jahr, wo ich es jetzt mache. Okay, dann ist man nicht so nervös. Und von dem her wird man ein bisschen abgebrüht, aber die Nervosität ist immer da. Und wenn die nicht da wäre, wäre es auch schlecht. Es muss immer ein bisschen was da sein. Das heißt, Sie müssen jetzt auch gleich in die Maske und sich Ihr Kostüm anziehen? Demnächst, ja. Weil um halb geht's los, ist schon eine Dreiviertelstunde. Die Maske wartet schon wahrscheinlich schon zum Richten. Vato, bist du besoffen? Irgendwann weißt du, kommt wie jeder Mann die Zeit, wo Alkohol trinken muss. Ja, und wann kommt die Zeit? Ja, weißt du, bei den meisten Männern noch der Hochzeitsumnachtung. Dich, Willi, da denke ich mir vielleicht schon in die Runde kommen. Weißt du, mir wäre schon mit 100 Euro geholfen. Für was brauchst denn du 100 Euro? Mensch, weißt du, der Berlewitsch hält mir doch schon nichts mehr an. Ich weiß. Jetzt gucken wir mal. Ja, da hast du es nicht. Weißt du, okay, den spät dir, Leute. Ja, will ich los. So kenne ich dich gar nicht. Ja, bei mir haben sie schon viel Licht. Aber schon viel. Papa! Wenn es mir nicht immer wieder gegangen. Jetzt wird es doch kein Blödsinn daher. Was ist ja morgen, Gabi? Das ist nicht was, was ihr am Abend nicht schon wieder reinkommt. Wie hat Ihnen das Stück bisher gefallen? Bis jetzt sehr gut. Also so gut, das ist, ich habe es gerade eben gesagt, ich bin fast raus für solche. So klasse gefällt mir das Stück. Ah ja, es ist lustig, die spielen gut. Ich bin schon das dritte Mal da und jedes Mal begeistert. Also die sind ganz tolle Darsteller. Sehr gut, ich bin das erste Mal da. Ja, und wunderbar, ich würde es sofort weiterempfehlen. Ihre Lieblingsrolle heute hier auf der Bühne, wer gefällt Ihnen am besten? Der Sohn. Die sind lustig, also alles an für sich gut. Ich würde sie weiterempfehlen. Seitdem sind wir seit 5 Jahren jetzt jedes Mal hier vorne, erste Reihe. Der Platz ist vorhin schon reserviert. Sind wir eigentlich Stammkunde geworden.